Die Wildcatter Ranch liegt etwas abseits im Norden von Texas und bietet den beiden für eine Nacht den Komfort eines amerikanischen Farmhauses mitten in der texanischen Prärie. Mit genug Platz für private Bedürfnisse. Wir schlafen heute getrennt. What about that? Oh, cool. Ich nehme das Bett. Danke. Oh, wir haben eine Terrasse. Oh, wir haben Schaukelstühle. Guck mal, hier Oma und Opa. Ja, wenn man normalerweise hier irgendwo stoppt, dann sieht man überall die Hotels und die liegen direkt immer an der Autobahn und die sehen auch immer alle gleich aus. Hat man eins gesehen, hat man eigentlich alle gesehen. Das ist natürlich mal ganz praktisch, aber wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, kann man sich ja auch mal was Schönes aussuchen. Ne? Also ein bisschen weg von der Autobahn, so im Mitten Grünen. Im Grün. Und mal ein bisschen anders als alles andere. Und sowas ist doch eigentlich auch ganz nett. Mal so eine Cabin hier auf einer Ranch. Kochen müssen sie auch nicht selbst. Denn natürlich hat das Ranch Resort ein Restaurant. Ja, Urlaub auf einem Roadtrip kann entspannt sein, wenn man nicht im Camper leben muss. Wir haben heute schöne Sachen gemacht. Wir sind Bötchen gefahren, du bist Klippe gesprungen, du hast Klimaanlage repariert. Wir sind ein Stück wieder weitergekommen vom Fahren her. Ohne dass wir liegen geblieben sind. Wir sind immer noch in Texas, weil Texas sehr groß ist. Jetzt muss ich immer noch das Licht reparieren, aber da gucke ich vielleicht morgen mal. Ne? Mhm. Aber gut. Aber morgen wird viel gefahren. Dann auf die Fahrt, mein Engel. Auf die Fahrt. Prost. Auf den Trip. Mit langen Schnecken kommen wir. Urlaub von Hawaii in der alten Heimat Texas. Deutschlands bekannteste Auswanderer Manu und Conny Reimann überführen ihr neues Reisemobil von Texas nach Kalifornien, damit es zum Ausbauen nach Hawaii verschifft werden kann. Wenn man mit Reimanns über Frühstück spricht, hört man meistens Obst, Smoothie, Haferflocken. Alles sehr gesund, aber im Urlaub kann man es ja auch mal krachen lassen. Warum nicht mal eine kleine Kalorienbombe explodieren lassen? Oder Manu? Aber warum machen die denn dann auch die Becher so voll? Das ist doch unglaublich. Das ist doch unglaublich. She used too much. Aber no, that's okay. I'm not worried about that. Did you spray? Yes. Okay, then it won't stick. Na, wenigstens eins habe ich richtig gemacht. Ich habe vorher gesprüht. Da kann ich da nichts für. Blöd gelaufen. Kann man das drehen? Ah ja. Oder? Kann man? Oder macht das das? Hä? Ich verstehe den. Den kannst du dann hochlegen. Ja, nee, jetzt noch nicht, aber ich habe gedacht, vielleicht kann man den drehen. Warum sollst du den drehen? Der ist noch nicht fertig. Ja, jetzt ist er schon kaputt. Das kann man drehen, guck. Da. Jetzt gehen die Dinger nach oben. Guck mal. Dass die Waffengesetze in Texas relativ lax sind, weiß man. Bei Waffeln versteht man hier wohl keinen Spaß. Manus Waffelalarm ruft den General Manager auf den Plan. Ja, ja, ist ja gut. Ja, als der Chef das gesehen hat, dann hat er gedacht, um Gottes Willen. Ich glaube, ich habe in dem Moment alles falsch gemacht, was man nur falsch machen kann, was auch immer das war. Keine Ahnung. Das war einfach viel zu viel. Ja, aber ich habe gedacht, dass die diese Menge von Teig in diesen Bechern haben. Also habe ich halt einfach diese ganze Menge da reingeschüttet. Das war ein bisschen viel. Ich hätte ein bisschen aufpassen müssen. Ich krieg's nicht. Verdammte Kacke. Ist auch ein bisschen Teflon dran. Schmeckt bestimmt genau richtig gut. Also wir haben bei uns früher auch Waffeln gemacht, aber da habe ich, grundsätzlich war ich derjenige, der die Waffeln gemacht hat. So, haben wir es jetzt endlich. Ich habe mir einen Kaiserschmarrn gemacht. Eine Kaiserschmarrn-Waffel. Is everything okay for breakfast, even the scrambled waffles? the coffee is pretty good. Now, after you have breakfast, if you have time, I'd be delighted to take you down to the barn
and show you some of the activities that we have for our guests, archery and perhaps tomahawk throwing. Okay. But we'll see when we get down there. All right. Thank you very much. I'll see you in a little bit. Thank you. Okay. Bye. Bye. Zwar wollen sie heute noch weiter, aber für ein bisschen Cowboy-Feeding hat Conny immer Zeit. Let me introduce you to two of our wranglers. Mm-hmm. This is Abby and Laura Lynn. Hi, Abby. Nice to meet Manu. You. Hi, Laura Lynn. Nice to meet you. Connie. Abby, nice to meet you. Morning, These ma'am. Are the ladies that will take you on your adventure to shoot and throw the axes. Okay. We appreciate you coming. It's been a real pleasure. Thanks. Enjoy your trip. Be safe on your way. Thank you. Thanks you very much. Ladies, right. They're all yours. All right. Okay. So we just gotta sign some paperwork real quick, mm-hmm. and then we can get going. Okay. Bogenschießen, das ist ja hier in Texas eher so eine Öko-Waffe, ohne Knall und Rauch. Und auch Manu wird schnell klar, dass sie damit keinen Krieg gewinnen kann. Vielleicht liegt's ja auch daran, dass der Bogen zu groß ist. Hä? Aber man kann ruhig klein sein. Man muss sich nur zu helfen wissen. This is the first time I've ever seen anybody try to do it like that. Wait for it! Okay. Hey, that was actually better. Und weiter im Ökokrieger-Duell. Tomahawk werfen. Das hat Manu auch noch nie gemacht. Und Conny, der alte Fuchs, hat da auch schon eine Idee, wie er das ausnutzen kann. Wollen wir darum wetten, um irgendwas? Um was? Ich bräuchte mal so eine Rückenmassage. Oder so. Ach so, Rücken- und Schultermassage? Wenn ich gewinne. Dann wenn du gewinnst, dann mache ich das bei dir. Okay, und wenn du gewinnst, muss ich das bei dir machen. Genau. Wie viel Schuss haben wir? 5 Versuche? 5? Okay. Irgendwie scheint jetzt schon klar zu sein, wer hier wen massiert. Aber Manu hat Conny schon oft überrascht. I didn't like it. I threw it away. Auch wenn es hier nicht so aussieht. Gerade in den klassischen Western-Disziplinen gab es für Conny auf ihrem Roadtrip durch die USA gleich 2 Niederlagen am Stück. Erst im Winchester-Schießen. See that I did! Hole? Right up there. You got yes, it. Yes, I see. I hit it! Yay, I'm the winner! I'm the winner! Was möchtest du jetzt von mir als Belohnung? Das muss ich mir jetzt überlegen. Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Okay, sehr schön. Nothing else. Und der Lasso-Wettbewerb war fast schon eine Demütigung für Conny. Got him! There you go. Rock on! Make your loop just a little bigger. It's men. All right. There it is. Ich glaube, dass im Moment ist das Schwierige überhaupt, dass wir den Rope genau so hinkriegen, dass er praktisch über die Hörner rübergeht. Das ist, glaube ich, Gibt's also auch beim Axtwerfen ein kleines Wunder? Of course! Of course! Was habe ich denn falsch gemacht? Du hast den hier so gedreht. Du musst einfach nur den Arm gerade lassen, so. Und dann gerade werfen. Mein Engelchen, ich freue mich auf eine Rückenmassage heute Abend. Möchtest du die gerne hier auf dem Tisch? Oder? Nein, das machen wir ja nachher, heute Abend. Wenn wir angekommen sind. Jo. Gut. Oh Mann, ich habe noch nicht mal einmal getroffen. Das ärgert mich jetzt. Ja, deswegen hast du ja mich. Guck mal, in der Wildnis, wenn du mich hättest, würden wir immer überleben. Hm. Ich könnte uns dann Bären fangen. Wir hätten immer was zu essen. Jo. Ich hasse verlieren. Eigentlich bin ich schon sehr ehrgeizig. Was heißt eigentlich? Ich bin sehr ehrgeizig. Und wenn es ums Gewinnen geht, versuche ich natürlich zu gewinnen und ärgere mich dann auch, wenn ich es nicht tue. Es war jetzt ein bisschen schwieriger, als ich dachte. Irgendwie kam am Schluss meine Axt zwar dahin, wo sie sollte, aber
falsch rum. Der Stiel. Und der steckte leider dann nicht. Ich meine, das sind ja nur Bogenschießen und Axtwerfen ist ja nicht unbedingt was für Manu. Ne? Sie möchte zwar immer alles machen, aber es gibt auch da für Manu Grenzen. Das ist nun mal so. Aber gut, ich kriege so eine Rückenmassage heute Abend. Alles gut. Gut. Okay, wollen wir los? Komm. Alles klar. Wie lautet das alte Sprichwort, Conny? Hochmut kommt vor dem Fall. Denn das hier wird noch ein Nachspiel haben. Liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Und hier geht's weiter zum nächsten Video von Willkommen bei den Reimanns. Oder kostenlos streamen auf Joyn.